Wir gucken uns mal eine Jetten an. Das ist eine Jetten 41AC. Bei bootsurlaub.de hat die den Namen IVA 2. 41 also. Wofür steht die 41? 41 Fuß. Also das sind so ca. 12,50 Meter. Also ein ziemlich großes Boot. Und wir sehen auch, dass das ziemlich neu ist. Meine Crew checkt das gerade hier alles. Und man scheint offensichtlich ganz gut drauf Platz zu haben. Und auch wenn wir uns hier den Steuerstand angucken, das ist alles sehr, sehr schick und ziemlich neu. Holzlenkrad sieht man auch nicht so oft, oder Kollegen? Ja. Ne? Wie ist hinten der Platz so? Gut. Okay, aber wir gucken mal rein. Ne? Also das ist, wie gesagt, ein ziemlich großes Schiff und sehr komfortabel. Es ist schon vorbereitet für die Vermietung. Man sieht es hier, die Westen sind also bereit, die Bettwäsche, Kugelschreiber und nach dem ersten Turn natürlich erst. Also hier sehr, sehr schick. Guck, ich lasse mich selbst überraschen. Drei Flammen also. Was haben wir hier unten? Backofen oder sogar Mikrowelle? Oskar, das kriegst du mal raus. Wir gucken uns mal vorne hier an. Vorne ist nämlich eine schöne, große, geräumige Kabine. Mikrowelle sogar. Guck an. So, das Coole hieran ist, dass man quasi die Tür zumachen kann und hat ganz privat den Zugang zu einer Toilette. Auch hier sieht man alles ganz schick und hochmodern. Und hier ist auf der anderen Seite eine Dusche. Ja, mit dem Heizkörper dort auch was Besonderes. Ich hoffe, dass das Licht hier einigermaßen durchhält. Ansonsten haben wir natürlich auch noch Kunstlicht. Aber wahrscheinlich ist der Hauptschalter gerade aus. Ja, wie sieht es hinten aus? Wo würden hier die Kinder schlafen? Da vorne. Da vorne. Da sind Steckdosen. Ja, Kinder, haben Sie es gehört? Denken Sie daran, Kinder langweilen sich schnell. Dort sind Steckdosen. Es gibt nichts Schlimmeres an Bord eines Schiffes als Kinder, die keinen Akku mehr haben. So, hier sind also die beiden Kabinen nebeneinander. Auch schick. Okay. Und eben hinten auch beides getrennt. Eine Dusche mit dem obligatorischen Staubsauger, mit dem Sie übrigens nicht duschen sollten. Und hier eine Toilette. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein ziemlich schickes Schiff, oder? Dann lass mich nochmal nach oben, Junge. Wir gucken mal schnell. Also, die hat ja auch hinten diese zwei Treppen hier. Oder wie wir sie auch nennen. Ich frage mich manchmal, warum. Schlag den Radtreppen. Na, und hier ist wirklich sehr viel Platz, wenn man hier vorbeigeht. Schöne Edelstahlreling. Genug Fender sind auch dran. Und hier. Schicker Edelstahlanker. Oh, nenne ich mal ein Schiff, würde ich sagen. Ah, das zeigen wir Ihnen noch. Denn hier drunter befindet sich eine Satellitenanlage für einen Fernsehempfang, wenn wir schon beim Thema Kinder sind. Kinder, ihr habt uns noch gar nicht den Fernseher gezeigt. Wo ist der denn eigentlich? Na, also vergleichbar mit den Schulz-Schiffen, mit der Schulz 40. Fernsehlift. Hält man es hier aus auf diesem Boot? Ja, auf jeden Fall. Genau. Allerdings habe ich auch eine sehr anspruchsvolle Crew. So, hier oben gucken wir nochmal so ein bisschen. Heizung wird also von hier bedient. Bug- und Heckstahlruder, Standard. Oh, sehr schicke Ruderstandsanzeige. Ja, man sieht auch an den Instrumenten, dass das Boot wirklich nagelneu ist. Ja, ich glaube, hier kann man einen schicken Urlaub drauf haben.